11. Die Art der Offenbarung. An dieser Stelle des Videos hätte ich gerne einen Clip gezeigt, der verdeutlicht, wie das damals bei Mohammed etwa ausgesehen hat. Aber kein Muslim könnte es ertragen, zu sehen, was die islamischen Quellen über die Offenbarungen Mohammeds berichten. Nach heftigem Zittern, seine Augen schlossen sich, sein Gesicht schäumte und er brüllte wie ein junges Kamel. Aus Rücksicht auf die Muslime, stellt es euch einfach vor. Da bei uns aber nicht jeder weiß, wie ein Kamel brüllt, gibt es wenigstens den Ton. Na, was denkst du? Die Art der Offenbarung, die Mohammed erlebt haben soll, wird ganz anders beschrieben als zum Beispiel in der Bibel. So hat Mohammed seine Gesichtsfarbe geändert, hatte Schaum vor dem Mund und hat gegrunzt wie ein Kamel. Der Mohammed-Biograf Ibn Ishaq berichtet. Mohammed befiel eine Art Ohnmacht. Nach heftigem Zittern, seine Augen schlossen sich, sein Gesicht schäumte und er brüllte wie ein junges Kamel. Da sagte ihm Khadija, Gott sei dir gnädig, ich will dir jemand bringen, der dich heilt, also einen Teufelsbeschwörer. Der islamische Apologet Bassam Sawadi hat zu diesem Thema gesagt, nur weil dies die Symptome eines Menschen sind, der normalerweise vom Satan besessen ist, bedeutet dies nicht, dass jeder, der diese Symptome hat, vom Satan besessen ist. Naja, jedenfalls kennen wir keinen Propheten Gottes aus der Bibel, der so etwas je erlebt hat. Vergleichbare Symptome kennen wir in der Bibel tatsächlich nur und ausschließlich von Besessenen. Warum unterscheidet sich Mohammeds Offenbarung von der jedes Propheten, aber gleicht völlig der von Besessenen? Verbrannt, vergessen, verloren, gefressen. Die katastrophale Entstehungsgeschichte des Koran. Loch an Loch. Weltweit einmalig und exklusiv. Hier auf dem Achso-Kanal. Ein Zweifel kam in mein Herz. Über den Islam, wie ich ihn seit den Tagen der Unwissenheit nicht hatte. Das ist kein Spaß, Brüder und Schwestern.